Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit Lydia. Ich gebe euch Deckung. Und mir, der Max. Oder Max, weil Umlaute gibt es in diesem Spiel nicht. Ja, wir haben eine Quest bekommen, und zwar bevor wir jetzt zu den Graubärten raufgehen, dürfen wir hier noch einer rätselhaften Sache auf den Grund gehen. Und zwar angeblich spukt es in dem Hügelgrab neben dem Dorf, und dem sollen wir doch ganz gerne auf den Grund gehen für den lieben Wilhelm, damit der wieder nachts ruhig schlafen kann. Und du drehst dich mal bitte um, weil dich will ich gar nicht sehen, du scheiß Altmeri-Schwuchtel, du. So. Dann würde ich mal sagen, wählen wir diese Quest aus. Erkunde den Feuerschleierhügel, das war's, glaube ich. Oder? Jawohl. That was it. Feuerschleierhügel. So, jetzt schauen wir erstmal, was es hier alles so gibt. Boah, was ist denn das jetzt hier schon wieder so ist am Ruckeln? Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja, Lydia, sieht ganz danach aus, ne? Einbalsamierungswerkzeug. Na, bin ich jetzt eigentlich nicht so der Fan von. Okay, hier scheint nichts groß zu liegen, deswegen ab und rein da. Schauen wir mal, was uns da so Schönes erwartet. Bin ja gespannt. Ich hole auf jeden Fall gleich mal die Hände aus den Hosentaschen raus. So, das sieht doch gut aus. Jeha! So, was haben wir hier? Seelenstein, Zaubertrank der kleinen Heilung. Kohle. Obendrauf noch irgendwo. Warum kann ich nicht mehr ordentlich springen? Hä, ist mein Typ jetzt verkrüppelt? Oder warum? Weil er so klein ist. Ja, ich passe jetzt mal lieber auf, nicht, dass ich hier wieder in irgendwelche Fallen latsche. Oder ein Geldbeutel. Na gut, 6 Gold. Toll, der hatte in seiner Arschfalte 14 Gold. Huh? Also ich würde mal sagen, den wirklich sehr erschreckenden Geist haben wir gerade gefunden. Kann man das jetzt hier irgendwie aufmachen oder nicht? Muss ich hier lang, oder? Oh! Illusion verbessert. Sehr gut. Okay. Viele Schalter. Das ist was ich gar nicht mag. Weil ich genau weiß, hier kommen doch sicher wieder Pfeile rausgeschossen. Ah, das war ja leicht. So, nochmal kurz F5'en. Lehrlingstür, ne, das sollten wir doch locker knacken. Jawohl, und Schlossknacken verbessert. Komm schon, yes. Oh, da ist eine Platte. Oh, ein Zwergenschild. Ich glaube, das ist was für die Lydia. Die benutzt ein Schild. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So. Was ist denn jetzt da? Zwergenschild. Jawohl. Geht ihr voran. Die Lydia, die kleiden wir hier noch richtig sexy ein. Oh, da sehe ich einen Fallenauslöser an dieser Truhe. Schlossstufe Adept. Ah, eher so. Yes. Ach, für 8 Gold hätte ich jetzt beinahe den Dietrich geopfert. Leute, was ist denn hier los? So. Ja, es ist ganz gut, dass ich immer ein bisschen langsamer im Denken bin. Sonst wäre ich da jetzt schon durchgelaufen. So. Wow. Ach komm schon, was ist denn das hier? In jedem Raum wird man gleich umgebracht. Pack ich mal meine Hände in die Hosentaschen. Irgendwie passiert ja hier eh nichts. Okay. Da vorne ist schon wieder so eine Tür.
mit so Klaue, oder? Wollen wir doch wieder... Zoomen wir mal hin, ja, sieht so aus. Ja, dieses Zoomen ist geil, ich hab... diesen Perk, ich hab irgendwie auf Bogenschießen habe ich nie wirklich Perks verwendet. Es bringt es doch... So, da ist der Geist. Ja, ich weiß schon, dass ich nicht willkommen bin, Geist. Okay, Geist ist ganz schön stark. Ah, irgendwie sieht er gar nicht mehr so geistermäßig gerade aus. Ha! Ich glaube ja nicht an Geister. Essenz des Phantoms, du nimmst für 30 Sekunden Geisterform an. Cool! Noch eine Essenz des Phantoms. Beutel, Dietrich Gold, jawohl. Vendelius Tagebuch, das Tagebuch von Vendelius Gotharian. 18. Morgenstern, 4. Ära, 200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern, 4. Ära, 200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt... mich auf eine Idee. 28. Morgenstern, 4. Ära, 200. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen alle Bewohner von Iverstadt glauben, dass sie in diesen Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. 29. Morgenstern, Erfolg. Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts von dem Eingang... zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. 11. Herzfeuer. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Ich frage mich, von was der Typ hier drin gelebt hat. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuhören, also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang. Immer noch 4. Ära 200. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Es darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Iverstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. 18. Abendstern. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Schatz! Ja, sorry, Leute. Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? 1. Ära 1050? Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen! Sie werden für ihre Verbrechen bezahlen! All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen! Meine Macht! Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Voll Gollum-like hier. Ja gut, jetzt müssen wir die Klaue finden, weil der Depp das nicht geschafft hat. Ach so. Das sollte ich mitnehmen. Das Firmament Magie vom Himmel. Okay, das bringt nichts. Das Firmament haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, das bringt auch nichts. Die Frage ist jetzt wirklich, wo ist diese Klaue? Gibt er mir der Willy oder... keine Ahnung. Egal. Unsere Quest heißt, wir sollen das Tagebuch zurück zum Willy bringen. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Ja, hier geht's wieder nach oben. So, wir speichern mal. Ich weiß, das ist jetzt so geil, hey. Voll an Gollum von Herr der Ringe angelegt. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Ich bin es nicht, den ihr sucht. Ach, herrlich. Ah, da haben wir schon einen ordentlichen Kampf alleine mit Lydia fechten müssen. So. Es ist schon wieder spät hier. Aber das Gasthaus hat Gott sei Dank immer geöffnet. Bei Iverstadt ist ja ein eher kleiner Ort hier.
So. Gasthaus Willemi. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, gut. Mein Headset ist nach wie vor eingeschalten, weil ich jetzt gerade irgendwie keinen Sound hatte. Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Ich habe... Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Ich habe... Ich bin blöd. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Der hat es aber schnell gelesen. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Ah, Saphirdrachenklaue hinzugefügt. Wenn ihr wieder vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Wahrscheinlich weiß der überhaupt nicht, was das bringt. Oder er hat es nur jetzt überflogen, sonst wüsste er nämlich, dass er die Klaue gesucht hat, der gute Vindelius. Und wir haben sie! Wir halten den Schatz in unseren Händen! Ja gut, jetzt... Ich will das ja jetzt nicht übertreiben, Leute, also... So, wieder rein da. Ich will da jetzt wissen, was da drin ist. Oh, ich bin heiß da drauf. Einmal noch einen Schluck saufen hier. Was ist das hier? So. Können wir hier runter gehen. Meine Ausdauer ist immer noch viel zu schnell weg. Das nächste Upgrade geht auf jeden Fall auf Ausdauer. Gleichzeitig Feuer hauen und Dingens habe ich auch noch nicht probiert. So, wieder das gleiche Spiel. Saphir-Drachenklaue, da ist sie doch. Ah, jetzt. Motte, Eule und Wolf. Ah, nein, die Eule war richtig, scheiße. So, jetzt soll's passen. Haha! Sieg! So, Lydia, du bist schon ganz aufgeregt, ne? Ja, ich auch. Was erwartet uns da nur, hä? Willst du nichts dazu sagen? Gut, dann halt nicht. Oh, ein großer Seelenstein. Kaiserlicher Helm. Der macht 17. Wie viel macht unser Helm gerade nochmal hier? Bekleidung. Ah, 29. Uninteressant. Also, wie ich das Spiel kenne, wartet jetzt hier sicher gleich wieder ein Gegner auf uns, der übermächtig stark ist und uns töten will. Zauberbuch Eichenhaut haben wir schon. Außerdem glaube ich, dass es eine Falle auslöst. Nicht mal, okay. Aber dann können wir es ja auch mitnehmen und verkaufen. Ach, fickt euch doch alle. Ey. Egal, dann leveln wir uns wenigstens ein bisschen. Arr, jetzt verbrenne halt. So, tschüss. Ja, Lydia, was tust du auf die Entfernung, bitteschön? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Aha, zweihändig verbessert auf 39. Oh, ein ruheloser Drauger. Aha, Lydia, ich hab dich gerade perfekt gedeckt. Wie findest du das? Was willst denn du eigentlich? Verpiesel dich mal. So. Ah! Wo ist der andere hingeflogen? Er hier war das, ne? Ah, ein Granatstein. Alles, was Geld bringt, Leute. Alles, was Geld bringt. Ah, so kommt man hier weiter. Was mich übrigens mal interessiert, Leute, wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es in Skyrim ja verschiedene Gilden. Ich habe mich ja bis jetzt noch keine angeschlossen, das habe ich bewusst getan. Aber ich glaube, als erstes werde ich mich mal der Magierakademie... Oh cool, Geldbeutel. Ist da sonst noch irgendwas? Zwergenzweihänder, mal an die Oberfläche hier, nicht, dass ich irgendwie so auf oder so. So, komme ich jetzt mal wieder... Geiler Scheiß. So, Objekte, Waffen,